Hallihallo meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ark. So. So, jetzt. Wir brauchen hier mal ein bisschen was zu mampfen, denn ohne Mampf kein Kampf. Außerdem geht unsere Leiste langsam mal ein bisschen bergab. Wir sind stehen geblieben. Erstens, danke für die Info oder für den Tipp, den Dodo-Dex runterzuladen. Habe ich jetzt ganz entspannt auf dem Telefon. Ist eine super Geschichte. Wirklich, du kannst gucken, zum Beispiel, was welcher Dino zum Zähmen braucht, ab welchem Level. Siehst, okay, zum Beispiel, irgendein Dino hat das und das Level, braucht das und das zum Zähmen, braucht das und das. Dann siehst du auch, wie lange das dauert und hast du nicht gesehen. Geile Geschichte, wo was zu finden ist, welche Erze, wo welche Dinos zu finden sind, Rezepte etc. pp. Hast du nicht gesehen? Super Geschichte. Finde ich mega nice. Werde ich definitiv mit nutzen. Aber... Ach, und ich soll mir eine Armbrust bauen. Das soll wohl um einiges schneller gehen. Die ich wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet habe. Wollen wir hier ganz kurz reinlinsen in das gute Stück. Habe ich die schon freigeschaltet, die Armbrust? Kann das suchen, oder? Nennt sich das Ding auch Armbrust direkt? Und doch, habe ich schon freigeschaltet, okay? 7 Metall, Fasern und Holz. Kann ich die, muss ich die hier craften? Nee, ne? Da brauche ich glaube ich die Werkbank zu, oder? Ja, brauche ich die Werkbank zu. Okay. Machen wir die mal auf. Wir suchen jetzt hier einfach mal die Armbrust. Ah, da, gucke. Kann ich sogar instant herstellen. Mache ich auch direkt. Brauche ich dafür Bolzen oder gehen da auch die Pfeile? Hat bedeutend mehr Kraft als Bogen, schießt langsam, kann aber unter Wasser benutzt werden. Das finde ich ja super. Das finde ich sehr tight. 49, tatsächlich, ich kann auch ganz normale Pfeile damit nutzen. Okay. Wurde mir gesagt, soll ich wohl nehmen, soll wohl auch effektiver sein als der Bogen. Den schwarte ich jetzt einfach mal da rein. Hier muss ich das nochmal alles rausnehmen. Da kann ich nämlich auch mal ein paar Giftpfeile. Das Ding muss ich nochmal neu bauen. Nur so in Stöße, weil irgendwie geht's nicht mehr. Obwohl ich mittlerweile auch die Mod rausgenommen habe. Aber auch mit der Mod wurde mir gesagt, soll wohl auch einiges geiler funktionieren. Das heißt, ich überlege, ob ich die auch wieder draufziehe. Jetzt müssen wir mal gucken. Leder habe ich hier. Reicht das jetzt für den Mörser und den Stöße? Habe ich den jetzt gerade gesehen gehabt? Zack, dann kann der wieder weg. Dann kann ich nämlich ganz entspannt. Bin ich dumm? Ich hab. Oh nein! Ich hab aus Versehen das Falsche weggerissen. Scheiße! Muss ich das hier doch gleich nochmal woanders. Oh. Kann schon wieder instant quäken. Will ich so rum. Ach, könnte ich schon wieder echt wegkübeln. Hier habe ich glaube ich auch noch einen Schrank. Ja, habe ich da irgendwas drin? Da habe ich nichts drin. Dann packe ich das halt jetzt. Ups. Packe ich das da rein. Ganz entspannt, bauen wir uns hier noch ein paar Giftpfeiler. Und dann würde ich sagen, ich würde schon gerne eigentlich mal zu dem Turm gehen, aber ich weiß nicht, ob mein Level dafür geeignet ist. Aber der ist halt am nächsten dran. Ob wir vielleicht außen drum rumlatschen, in der Hoffnung, dass da nicht so extrem viel Party ist.
wäre hier fast in meine eigenen Spikes reingesprungen. Jetzt könnt ihr euch übrigens ja auch mal die Villa von außen angucken. Eigentlich für ein Strandhaus ziemlich geil. Ich finde auch das so hier mit Geländer. Guck mal, das habe ich letztens auch erst entdeckt. Fand die super. Ich finde das eigentlich so ziemlich cool. Das hat irgendwas Geiles. Wo ich überlege, da vielleicht lieber eher ein Fenster oder noch ein Fenster. Ach, zwei nebeneinander wird auch scheiße aussehen. Aber hier müsste vielleicht noch ein Fenster rein. Da müsste ich mal von außen gucken, wie das aussehen würde, wenn da ein Fenster drin ist. Ne, hier ein Fenster würde kacke kommen. Gut, das lassen wir so. Nehmen wir mit zur Betäubungsfeile, können wir herstellen. 22! So, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei, was ich lieber hier lassen sollte? Nein, bis auf die Armbrust. Ja, ein bisschen Leder kann man auch noch. Ich bin mal draufgegangen. Bin ich draufgegangen? Bin dann hierher gewandert? Scheiße, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oder doch, ich glaube, ich habe das. Hab das, glaube ich, direkt dort gelassen, also an meinem Hauptpunkt, oder? Ich hab gesagt, ich gehe ohne irgendwas loswandern, dass ich mir hinterher nicht sagen kann, bin draufgegangen, alles futsch und dann weine ich. Hier wunderschöne Bugs. Quallen in der Luft, finde ich auch super. Habe ich da jetzt eigentlich ein Bett gelassen? Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Das sollte ich jetzt so vielleicht irgendwie drauf gehen, dass ich dann dort ein Bett habe. Wo ich eventuell respawnen kann. Ich hätte mir Essen mitnehmen sollen. Verdammte Axt. Scheibenkleister. Uts. Etliches an Dodos rum. Geiler Matiko. Weil, dann würde ich sagen, wir sammeln mal kurz ein paar Steine, bauen uns ein Feuer. Das sollte reichen. Dann würde ich sagen, wir knüppeln uns noch mal ganz kurz ein Feuer zusammen. Braten uns noch mal einen Schluck an Material. Ich würde sagen, ich baue mir das trotzdem mal ganz kurz, dass es eventuell nicht zu kalt wird. Das da rein, Feuer frei. So. Den Bums können wir mal hier lassen. Steine haben wir auch ohne Ende. Lassen wir vorsichtshalber mal auch hier. Das wäre jetzt natürlich schade, ja. Noch 11 Stück davon könnte ich mir eigentlich theoretisch noch das bauen, wenn wir bei 7 und das bauen. Nein, könnte ich nicht, würde mir eins fehlen. Verdammt. Aber ich könnte natürlich mir auch ganz schnell noch Leder zusammenkloppen, dann baue ich mir doch lieber so eine Lederrüstung. Vielleicht angenehmer, dann packe ich den Bums gleich wieder weg. Hätte ich genug? So viel?
Bleib mal hier! Uts! Glaube ich angenehmer lieber mit Lederrüstung durch die Gegend zu irren, schon allein, weil es ein bisschen mehr Schutz bietet, als die einfache Stoffrüstung. Dass wir aber so viel dafür brauchen, meine Güte, ey. Und dafür reicht schon gar nicht mehr. Oh, Schuhe hab ich. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass ich doch Schuhe habe. Verdammte Axt. Meine Güte. Sagt man da? Das hat auch überhaupt keiner. Wenn ich sterbe, verliere ich das eh, von daher kann ich das so wegschmeißen. Sechs Stück, das reicht noch nicht, weil wir sind gleich out of order, was Nahrung betrifft. Den schon da nochmal ganz fix mit reinkloppen. Da ist das Ding vor allen Dingen schon. Also weit dürfte das eigentlich gar nicht mehr sein, ne? Passt auf, und dann können wir damit überhaupt nichts anfangen, weil wir vielleicht vom Level her noch gar nicht so weit sind. Weil ich glaube, man kommt immer nur ab einem gewissen Level da rein, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob man dafür vielleicht bessere Rüstung braucht. Wir sind jetzt einfach mal nur abenteuerlustig und gucken einfach mal, ob nicht. Okay. So, naja, 3/4 Zoll. Dann können wir vielleicht mal was anfangen. Das nehmen wir mit. Das Ding machen wir mal noch voll vorsichtshalber. So, jetzt warten wir mal noch ganz kurz. Keine Möglichkeit gibt, dass das irgendwie ein Stück schneller geht. Ich will jetzt auch nicht nur mit 6-mal Fleisch durch die Gegend rennen. Vielleicht ein bisschen arg wenig. Mit das wenig stehe ich auch halb im Feuer drin. 7er. Ja. Man sieht auch nicht, wie lange das dauert. Ach komm, wir nehmen jetzt 8 mal mit. Muss jetzt irgendwie gut gehen. Scheiße. Sehe ich den Turm nicht. Fuck, wir müssen auch echt darüber schwimmen. Kein heiß. Wenn ich ins Wasser gehe, ist mir aber auch. Oh doch, das reicht tatsächlich. Ich sagen, wir pitchen hier mal so ein bisschen durchs Wasser, damit uns hier nicht heiß ist. Da ist, glaube ich, der Turm, oder? War der dort? Oh nein! Ach, das ist doch einfach alles schlecht. Ist das so schlecht? Theoretisch wäre halt jetzt hier ein Dino so übertrieben praktisch, ja, mit dem man, sag ich mal, von A nach B reiten könnte. Von der Energie her muss ich auch ein bisschen sparsam sein. Nicht, dass ich hier irgendwann mal wegrennen muss. Gerade jetzt, wo ich hier so oder so sehr wenig sehe. Wenn ich stehen bleibe, lädt das, glaube ich, schneller auf. Ja. Extrem
viel Stein, ob man hier auch Eisen fahren kann. Ah, hier möchte ich ungern runterspringen, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Junge, wir sacken aber auf einmal die FPS ab. Ist der das da? Müssen wir dorthin? Ich weiß gerade nicht, ob wir zu dem richtigen laufen. Nee, da ist er. Da müssen wir hin. Haben, alles klar. Ist vielleicht beinahe doch zum Falschen gelaufen. Wir kommen auf jeden Fall gut durch, was mich ein bisschen irritiert. Ein bisschen Schiss, dass wir gleich direkt vorm Ziel einfach irgendein Dino kommt, uns wegsnackt und sich denkt, tada, Bitch. Nicht mit mir. Da wollen wir hin. Sind auf jeden Fall sind wir fast da. Ich glaube, dass wir jetzt, glaube ich, auch so nach und nach in ein Biom kommen. Ja, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Vielleicht ein klein bisschen Schiss. Nur so ein ganz kleines bisschen. Okay, der ist friendly. Könnte man eigentlich mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja, das bräuchten wir jetzt theoretisch gerade alles nicht. Gucken, irgendwie kommen wir da jetzt hin. Ich will da einfach nur mal hin. Ich will einfach nur mal gucken. Jetzt hier einfach passiert, ich sehe schon. Nein, nein, oh, Alter. Tracken schwer, mittel und leicht. Kann ich den, warum kann ich den nicht rübernehmen? Ach so, weil ich das wahrscheinlich erst alles erforschen muss, oder? Tech-Replikator. Aha. Leere Krypto-Kapsel. Aber mit Krypto kann man. Na, an einer Kreatur halten, um sie einzufangen. Ach, damit kann man wahrscheinlich diese Elektrodinos einfangen, oder?
Okay. Also bringt mir aktuell noch gar nichts. Wenn ich das jetzt Entschuldigung. Richtig sehe. Ich habe gerade ein bisschen Bammel. Ich würde gerne reinspringen und bis rüber schwimmen. Aber ich sehe gerade, ich kann eigentlich auch außen drum rumlaufen. Okay, aber wir erste Exkursion erfolgreich gemeistert. Das war natürlich auch wieder dumm. Ja, erste Exkursion gemeistert. Das heißt, wir wissen schon mal so ein bisschen Bescheid. Wir müssen mehr leveln. Den hätte ich eigentlich auch gerne. Was ist denn das für ein Level? Sehe ich gerade nicht, weil doch hier Level 2 männlich. Das hier ist theoretisch auch sehr gut zum Farmen. Ich hab Durst. Nicht zum Farmen. Bräuchte mal, weil der nämlich was Feines. Was wir brauchen. Der lässt nämlich organisches Polymer fallen. Okay, wir müssen auf jeden Fall Dinos zähmen gehen, die wir brauchen, um diverse Dinge abzubauen. Was sehr, sehr praktisch ist, das werden wir so jetzt auch in der nächsten Folge natürlich erst in Angriff nehmen, weil ich auch gerade sehe, dass wir von der Zeit her schon wieder fällig sind. Ich muss mich leider Gottes diese Woche ein bisschen an die Zeiten halten, weil ich bisschen vorproduzieren muss. Gucke jetzt noch ganz fix, ob wir hier vielleicht noch relativ zügig wieder zu unserer Hütte kommen. Der ist, glaube ich, gefährlich. Bin ich mir gerade aber unsicher. Der nicht. Hier, so ein zum Beispiel. Den können wir, glaube ich, dann damit einfangen, oder? Raptor zum Beispiel könnten wir als nächstes mal gucken, dass wir den vielleicht zähmen. Mit einem Raptor durch die Gegend eiern. Muss mal ganz kurz stehen bleiben, damit wir hier schneller Energie wieder aufgeladen kriegen. Oh, ja, der ist böse, glaube ich jedenfalls. Von daher mal ganz schnell weg. Ah, oh, Mist, ich wollte eigentlich. Ich überziehe gerade schon wieder. Leute, das ist der nächste Turm, der ist eigentlich auch gar nicht so weit weg. Weißt du, um ehrlich zu sein, auch gerade nicht, wo ich meine Hütte geparkt habe. Das müsste ich auch mal irgendwie eingestellt kriegen, dass ich sehe, wo ich mein Haus gelassen habe. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich sag jetzt erstmal tschö mit Ö. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.